Prominenter Gast bei der Herbstklausur der Freien Wähler in Kempten. Die Abgeordneten empfingen den Juristen, Kommunalpolitiker und TV-Richter Alexander Holt, ihren Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten. Holt wird sich bei der nächsten Bundesversammlung am 12. Februar 2017 in Berlin zur Wahl stellen. Für Fraktionschef Hubert Aiwanger ist der Allgäuer genau der richtige Kandidat. Die Freien Wähler sind eine langjährig bekannte Kraft, die ja das Recht hat, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. Wir haben sehr viele Kommunalpolitiker bundesweit und das ist der richtige politische Ansatz, hier jemand reinzunehmen, der auch die Kommunalpolitik kennt. Das ist bei Alexander Holt der Fall. Er ist selber Stadtrat und Bezirksrat, also einen besseren gibt es für uns nicht. Holt will sich vor allem für das Kernanliegen der Freien Wähler nach mehr Bürgerbeteiligung an politischen Prozessen einsetzen. Wenn wir Demokraten mal alle vernünftig nachdenken, dann müssen wir zugeben, dass unsere Demokratie in einer gewissen Vertrauenskrise ist. Die Bürger fühlen sich von der Parteienpolitik nicht mehr vertreten und oft auch nicht mehr verstanden. Die Folge ist, dass man viele Menschen nur noch mit platten Parolen erreicht. Auch die sogenannten Wutbürger möchte Holt für sachorientierte Politik zurückgewinnen, wenngleich es schwierig geworden sei, diese Menschen mit Argumenten zu erreichen. Zusammen mit den Freien Wählern wird sich der Kempner Kommunalpolitiker in den kommenden Monaten der wohl bedeutendsten Aufgabe seines politischen Lebens stellen.